Die Sonne erhebt sich über dem Kolosseum. Die Arbeiter sind schon dabei, die Fassade zu säubern. Vom höchsten Punkt aus offenbart es einen einzigartigen Einblick, wie das größte Amphitheater der Welt damals errichtet wurde. Travertin ist ein sehr wasserresistentes Material und stützt das Kolosseum seit bereits 2000 Jahren. Die Arbeit, die Conti und ihrem Team anvertraut wurde, beinhaltet nicht nur die Restaurierung des alten Mauerwerks, sondern auch die Sicherstellung, dass dieses wasserundurchlässig bleibt und gebrochene Stellen ausgebessert werden. Die komplette Fassade wird mit einem Kunstharzhammer oder seinem Holzgriff abgeklopft. So können wir feststellen, ob sie stabil ist. Wie ein Arzt, der eine Lunge abhört, achten wir auf das Geräusch, das dabei entsteht. Wir nutzen aber auch unser Tastempfinden. Wenn wir unsere Hand auf den Stein legen, spüren wir den Vibrationsunterschied, wenn eine Stelle etwas locker ist. Fa sentire la vibrazione e l'estensione dell'eventuale distacco. Über die Jahrhunderte hinweg wurden diverse Materialien zur Restaurierung des Kolosseums eingesetzt. Heutzutage wird Stuck verwendet, eine Mischung aus Kalk und Marmorpulver. Man hat beschlossen, dass das der Farbe des alten Gesteins am nächsten kommt. Wir benutzen kein Travertinpulver, was sehr naheliegend wäre. Wenn es trocknet, verfärbt es sich etwas dunkler. Das sieht nicht gut aus. Deshalb haben wir uns für Marmorpulver entschieden. Außerdem benutzen wir verschiedene Farben, damit die Arbeiter eine Auswahl haben, um den Ton des Kalksteins genau zu treffen. Der Stein verfärbt sich über die Jahre hinweg. Bei der Säuberung muss man also auch aufpassen, dass die natürliche Farbe, die den Umwelteinflüssen ausgesetzt war, nicht zerstört wird. Jeder Schritt wird genau überwacht. So will man sicherstellen, dass die Farbe des Monuments später nicht unnatürlich aussieht. Die Säuberung der Zwischenräume ist eine sehr filigrane und zeitaufwendige Arbeit. Diese Schicht hier weist zum Beispiel eine farbliche Diskontinuität auf. Sie spiegelt den Verlauf der Zeit wider. Graue Haare sind ein guter Vergleich. Ich könnte meine Haare schwarz färben, genauso wie ich die Fassade des Kolosseums färben könnte. Aber unsere Aufgabe ist es, den Besuchern zu vermitteln, dass es sich um ein altes Bauwerk handelt. Die geduldige und mühselige Arbeit der Säuberung und Restaurierung der Wände stellt erst den Anfang eines ungeheuer aufwendigen Renovierungsprojekts dar. Ähnlich aufwendig wie den Travertin damals nach Rom zu schaffen, um diese riesige Arena überhaupt im Römischen Reich errichten zu können. Sie haben die große Senke, die durch den See entstanden ist, genutzt, um ein Fundament aus Opus Cementitium zu errichten. Es war riesig, ganze 13 Meter dick. Darauf wurde anschließend ein elliptisch geformtes Mauerwerk gesetzt, das genug Raum für eine große Arena beinhaltete. Es hat 10 Jahre gedauert, bis die Arena unter der Leitung von Vespasian und später seinen Söhnen Titus und Domitian fertiggestellt war. Sie tauften sie nach ihrem Familiennamen das Flavische Amphitheater. Und obwohl Vespasian 2 Jahre vor Abschluss der Bauarbeiten verstarb, hat sein Vermächtnis bis heute überlebt. Wenn man bedenkt, wie groß die Arena ist und welche Mittel die Arbeiter damals zur Verfügung hatten, dauerte die Konstruktion überhaupt nicht lange. Im Inneren haben die Ingenieure die ansteigenden Ebenen des Zuschauerraums, der Kaviar, genutzt, um den Travertin bis ganz nach oben zu transportieren.
Während die schweren Hebearbeiten von Sklaven verrichtet wurden, überwachten Experten zufolge spezialisierte Kunsthandwerker die Arbeiten. Es kann sein, dass Sklaven als Steinmetze oder für andere spezifische Arbeiten angestellt wurden. Aber das war im Römischen Reich sicher nicht üblich. Bauarbeiten wurden von Soldaten, Genossenschaften, Zimmermännern und Maurern durchgeführt, die vielleicht Sklaven für sich arbeiten ließen. Aber Rom ist keine Stadt, die von Sklaven erbaut wurde. Es heißt, dass vier verschiedene Baumeister gleichzeitig an unterschiedlichen Segmenten des Kolosseums gearbeitet haben. Architekten haben sich die Verbindungsstellen der vier Segmente genauer angesehen. Auch innerhalb des Monuments findet man verschiedene Lösungswege für dieselben Probleme. Das Ziel war, diese riesige Arena so schnell wie möglich zu erbauen. Dabei standen die Ästhetik und Eleganz des Bauwerks eher im Hintergrund. Man vermutet, dass diese vier Baumeister völlig autark voneinander gearbeitet haben. Sie hatten sicher einen Bauplan, nach dem sie vorgegangen sind, aber es gab offensichtlich keine Absprachen mit den anderen Architekten. Es gibt viele Stellen, an denen man Verbindungen zwischen den einzelnen Segmenten erkennen kann. Manche Bogen sind deformiert und haben unterschiedliche Höhen. Römische Ingenieure haben ihr Können bereits mit ihren Aquädukten und Straßen bewiesen. Und trotz fehlender Baupläne des Kolosseums ist es offensichtlich, dass die grundlegenden Prinzipien der römischen Architektur auch hier Anwendung fanden. Bogen wurden von den Etruskern eingeführt, aber die Römer haben ihr Potenzial erkannt und sie überall eingesetzt, zum Beispiel für ihre Aquädukte und Brücken. Bogen eignen sich hervorragend, da dadurch viel Platz mit wenig Material abgedeckt werden kann. Es entsteht eine horizontale Kraft zwischen den Steinen, die auf den Boden übertragen wird. Die Stärke von überkreuzten Bogen war den Römern längst bekannt. Im flavischen Amphitheater wurden zweierlei Bogen eingesetzt. Der Schildbogen, der aus Opus Cementitium gefertigt wurde, und der Kreuzbogen aus Travertin. Die Verteilung der Kraft macht diese Bogen unglaublich robust, vor allem wenn sie von angrenzenden Bogen unterstützt werden. Römischer Beton ist stabiler als der, den wir heute kennen, da sich seine Komponenten im nassen Zustand verdichteten. Die Zusammenwirkung dieser drei Bauelemente, die Bogen, der Beton und der Travertin, haben das Kolosseum so stabil gemacht. Die horizontale Kraft, die jeder Bogen erzeugt, wird immer von einem benachbarten Bogen kompensiert. Das heißt, jeder Bogen gleicht die Kraft aus, die vom Nachbarbogen erzeugt wird. Diese spezielle Geometrie hält das Gebäude zusammen. Die Säulen wurden aus großen Steinblöcken gebaut und ihr Zusammenspiel hält das gesamte Bauwerk aufrecht. Die solide Struktur, die überdauert hat, zeigt nicht nur, dass die Römer eine fortschrittliche Bauweise einsetzten, sondern offenbart auch Hinweise, wie sie den Bau auf eine sehr praktische Weise beschleunigt haben. Zweitausend Jahre lang hat das Kolosseum jegliche Umwelteinflüsse überstanden. Aber ohne regelmäßige Wartung und bautechnische Reparaturen wird es nicht für immer stehen. Dank einer einzigartigen öffentlich-privaten Partnerschaft kann die Restaurierung nun endlich durchgeführt werden. Die Bauweise des Kolosseums wurde auch in Capua und Verona angewandt. Das Fundament bildet ein 13 Meter dickes Mauerwerk, das dem Bau aus Travertin Gleichmäßigkeit und Stabilität verleiht.
Von hier aus kann man die ursprüngliche Höhe des Kolosseums noch erkennen. Der Rest wurde von einem Erdbeben zerstört. Der innere Ring besteht aus Travertin, aber er ist nicht mehr vollständig, also wurden die fehlenden Bereiche durch Ziegelsteine ersetzt. Wenn man sich das Kolosseum ansieht, bekommt man also einen Eindruck davon, wie es sich im Verlauf der Jahrhunderte durch Verluste und Nachbesserungen verändert hat. Hier trifft ein Bausegment auf das andere. Der Unterschied ist mit bloßem Auge erkennbar. Die Römer waren sehr pragmatisch. Sie haben nur an den sichtbaren Stellen auf Details geachtet. An allen Stellen, die etwas versteckter lagen oder nicht einsichtig waren, haben sie gespart. Denn Präzision hatte ihren Preis. Das Innere des Kolosseums sieht anders aus. Hier wurde kein Travertin verarbeitet, sondern Ziegel. Diese wurden allerdings mit Marmor verkleidet. Leider ist die Verkleidung vollständig verschwunden. Man kann sich also nur vorstellen, wie das Innere geglänzt haben muss. Der obere Teil des Kolosseums ist dafür noch zu sehen und wie man erkennt, sieht er nicht wirklich ordentlich aus. Von außen betrachtet wirkt er hübsch und organisiert, aber von innen ist deutlich zu sehen, dass die Steine alles andere als perfekt angeordnet wurden. Aber wer interessiert sich schon für Stellen, die man nicht sieht? Wir tun das, weil diese heute frei liegen und Fragen aufwerfen. Anhand der inneren Bogen kann man die Verbindungsstellen der verschiedenen Segmente sehen. Wie die Schildbogen gebaut wurden, ist hier deutlich erkennbar. Das Gussmauerwerk wurde von einer hölzernen Struktur abgestützt, bis es ausgehärtet war. Der Bau des Kolosseums und alle anderen Amphitheater war nur durch die Benutzung von römischem Beton möglich. Nur dadurch gelang es den Römern, reihenweise Schildbögen, wie die, die Sie hinter mir sehen können, zu bauen. Die Steine wurden ohne Opus Cementitium übereinander gelegt. Die Arbeiten mussten also höchst präzise durchgeführt werden. Wenn man sich das Kolosseum heute von innen ansieht, erkennt man, dass es teilweise neu gestaltet wurde. Man denkt sogar darüber nach, alles wiederherzustellen, damit man es besser erkunden kann. Damals hat man alles aus Holz gebaut, wie zum Beispiel die Falltüren, durch die die Gladiatoren und Wildtiere nach oben gekommen sind. Historiker gehen davon aus, dass die römischen Spiele in etwa so abgelaufen sind. Morgens wurden Tiere gejagt, mittags Kriminelle hingerichtet und nachmittags und abends fanden die Gladiatorenkämpfe oder Nachstellungen berühmter Kampfszenen statt. Die massive Betonstruktur im Fundament trägt die daraufliegenden, leichteren Konstruktionen, auf denen das Publikum saß. Je höher das Gebäude wird, desto leichter werden auch die Materialien, die verbaut wurden. Das Kolosseum wurde von Säulen aus Travertin gestützt. Mit zunehmender Höhe werden die Materialien leichter. Der stabilste Teil also ist das untere Geschoss, weil es die oberen Ebenen, die jetzt fehlen, trägt. Das gesamte Theater war mit Marmor und Bronze verkleidet. Und in jedem Bogen befand sich eine Statue. Außerdem wurde es mit einer Segeltuchplane bedeckt, um die Zuschauer vor der Sonne zu schützen. Diese wurde mit Seilen an hölzernen Mastbäumen befestigt, die extra dafür auf dem Obergeschoss installiert wurden. Jeder davon verfügte über eine Regenrinne, um das Holz vor dem Verrotten zu schützen. Die Fassade kann nicht nach innen zusammenbrechen, da die ansteigenden Ebenen des Zuschauerraums dem horizontalen Druck standhalten. Kräfte, die nach außen wirken, sind hingegen problematischer, weil es keine äußere Struktur gibt. Deshalb wurde das Kolosseum auch nicht zylindrisch, sondern leicht konisch gebaut. Das heißt, es verengt sich nach oben hin. Das bedeutet, dass das Gravitationszentrum der Steine nach innen verschoben wurde, wodurch es nicht einstürzen kann. Von hier aus haben die ärmlicheren Römer die Kämpfe in der Arena verfolgt.
Doch selbst sie saßen nicht weiter als 60 Meter davon entfernt. AD 80 hat Kaiser Titus die große Arena mit aufwendigen Eröffnungskämpfen und einem Festgelage eingeweiht, das mehr als 100 Tage andauerte. Für eine spezielle Jagd wurden exotische Tiere aus Afrika herangeschafft. Die besten Kämpfer wurden zur Unterhaltung des Publikums rekrutiert. Die Spiele dauerten Wochen, sogar Monate an. Tausende exotische Tiere wurden getötet. Hunderte Männer kämpften in der Arena. Zwei spezielle Gladiatoren wurden sogar aus dem Ruhestand geholt, um bei diesem Ereignis zu kämpfen. Als würden wir heute für eine Stadioneinweihung Pelé und Beckenbauer rekrutieren. Zu Zeiten der Eröffnungsspiele bestand die Arena noch aus Holzbohlen, nicht aus Mauerwerk. Dies hatte den einfachen Grund, dass man sie abbauen, für Seeschlachten am Meer einsetzen und danach wieder im Kolosseum verlegen konnte. Die aufwendigsten Spiele der Geschichte waren allerdings diejenigen, die Kaiser Trajan zur Feier seiner Eroberung von Dakien, einer Provinz im heutigen Rumänien, abhielt. Die spektakulärsten Kämpfe waren die zur Feier der Eroberung von Dakien. Sie dauerten 120 Tage an und es waren über 25.000 Gladiatoren beteiligt. Den Koloss des Nero, der noch gut erhalten war und in der Nähe des Palastes stand, ließ Hadrian zur Arena versetzen. Die riesige Statue, die nach Neros Tod in den Sonnengott Sol umgewandelt wurde, hat dem flavischen Amphitheater vermutlich seinen Spitznamen gegeben. Das Kolosseum. Genau dort, wo die Zypressen stehen, stand der Koloss des Nero. Es war eine riesige Statue. Sie hatte die Größe der Freiheitsstatue. Nur, dass der Arm nicht in die Luft ragte, sondern auf einer Säule lag. Mit der Zeit geriet diese Statue etwas in Vergessenheit und Geschichtenschreiber fingen an, das Amphitheater Kolosseum zu nennen. 404 nach Christus fand eine der letzten Vorstellungen im Kolosseum statt. Es war eine Verordnung des Kaisers Flavius Honorius. Man muss sich immer daran erinnern, dass es kein Rezept dafür gab, was ein gutes Amphitheater ausmachte. Es handelte sich dabei lediglich um einen Brauch, der im 3. Jahrhundert vor Christus begann und erst im 5. Jahrhundert nach Christus sein Ende fand. Eine unglaublich lange Zeitspanne. Un range di tempo vastissimo. 528 nach Christus, als die Langobarden große Teile des Römischen Reiches beherrschten, hat im Kolosseum, das Berichten zufolge bereits von Erdbeben, Bränden und Blitzeinschlägen geplagt war, eine Hetzjagd stattgefunden. Diese Jagd ist das letzte Ereignis, das aufgezeichnet wurde. Seit dem Niedergang des Römischen Reiches wurde das Kolosseum auf diverse Arten genutzt. In das Marcellus-Theater wurden beispielsweise Häuser gebaut, doch sie verschwanden schnell wieder. Das Kolosseum war reich an Ressourcen, die über die Jahre geplündert und auf andere Weise genutzt wurden. Wenn man sich die Fassade genauer ansieht, fällt auf, dass viele der Travertinsteine Löcher aufweisen. Menschen im Mittelalter haben sie gebohrt, um an die Metallstifte zu kommen, die die Steine miteinander verbunden haben. Die verlassene Ruine wurde letzten Endes zu einer Art Steinbruch, in dem sich die Menschen an Materialien bedienten, die sie wiederverwenden konnten. Das geschmolzene Blei, das die Steine zusammenhielt, wurde ausgehackt. Der Travertin wurde in Kalköfen verbrannt, um Mörtel herzustellen. Der Urin der Pferde, die dort untergebracht wurden, hat das Gestein zerfressen. Aus dem daraus entstehenden Salpeter wurde Schwarzpulver hergestellt. Aber es kam noch schlimmer. Wenn wir uns das Kolosseum von außen ansehen, fällt auf, dass die 50 Meter hohe Mauer, die das Gebäude umringt, an manchen Stellen fehlt. Sie steht nur noch auf einer Seite. Aber was ist passiert? Es gab ein gewaltiges Erdbeben. Ein großer Teil auf dieser Seite ist Mitte des 14. Jahrhunderts eingestürzt. Man kann Berichten aus der Renaissance entnehmen, dass Wagenladungen von Material von hier zum Petersdom geschafft und zum Bau von Krankenhäusern und Brücken benutzt wurden. St. Peter's Facade. Hospitals. Bridges.
Der Palazzo Venezia wurde im 15. Jahrhundert für die Kardinäle Roms erbaut, aus den Steinen des Kolosseums. Sie wurden auch für die Loggia der Erzbasilika San Giovanni in Laterano genutzt, sowie für den Palazzo Farnese, in dem sich heute die französische Botschaft befindet. Erst Papst Benedikt XIV. Konnte die Überreste des Kolosseums retten, als er es zum Monument christlicher Märtyrer ernannte. Nun war es tabu, sich daran zu bedienen. Aber Kohleschwaden und Abgase haben die weiße Fassade schnell mit einer zarten, schwarzen Rußschicht bedeckt. Unser Ziel ist es nicht nur, den Ruß von den Wänden zu entfernen, sondern auch Risse zu erkennen und eine Karte davon zu erstellen. Das wurde noch nie gemacht. Es ist ein Unterschied, ob es ein kleiner Riss auf dieser Höhe ist oder ein langer, der sich bis zur Decke zieht. Una cosa è vederlo nella continuità dell'altezza, se questa lesione prosegue. Die Ablagerungen haben andere Restauratoren dazu veranlasst, die Risse mit einer dunklen Zementschicht zu füllen. Auch diese Fehler müssen Dr. Conti und ihr Team ausbessern. Ein Großteil des Stucks, der in den 50er und 60er Jahren genutzt wurde, ist schwarz. Nicht, weil die Restauratoren dieser Zeit inkompetent oder farbenblind waren, sondern weil die Oberfläche des Gebäudes aufgrund des Schmutzes schwarz war. Sie haben diese Farbe aufgenommen und Risse im Stein mit schwarzem Zement repariert. Das weltweit bekannteste Monument wird nicht nur gesäubert, sondern auch komplett modernisiert. Das hat natürlich eine heftige Kontroverse ausgelöst. Die Restauratoren sind mit ihren Zerstäubern, Bürsten und Schwämmen im Einsatz. Sie beseitigen den Schmutz der letzten Jahrhunderte. Die Renovierungsarbeiten sollen 2 Jahre dauern. Und noch gibt es einige Probleme, die behoben werden müssen, bevor das Amphitheater seine Pforten wieder für die Öffentlichkeit öffnen kann. Renovierungsarbeiten an Gebäuden wie dem Kolosseum sind sehr vielseitig. Zum Beispiel macht man sich Gedanken über das Einsickern von Regenwasser. An diesem Hügel kann man gut erkennen, was passiert, wenn über die Jahre hinweg Wasser hinunterläuft. Alles bricht in sich zusammen. Hinzu kommt eine gelegentliche seismische Aktivität, also die Gefahr eines Erdbebens. Und zusätzlich haben wir noch die Verschmutzung durch den Verkehr. Außerdem verläuft eine U-Bahn-Strecke unter der Erde, die noch mehr Vibrationen verursacht. Das alles sind Faktoren, an die man denken muss. Natürlich sind die Erschütterungen durch den Verkehr und auch die Unregelmäßigkeit der Vibrationen für eine Oberfläche, die bereits geschwächt ist, problematisch. Eine sehr fortschrittliche Weise, das Einsickern des Wassers und die seismische Aktivität zu überwachen, findet sich in einer alten römischen Arena im Norden Italiens. In Verona. Hier wurde jede Stufe so angeordnet, dass das Wasser in ein komplexes Abwassersystem abgeleitet werden kann. Die Sitze wurden so herausgearbeitet, dass es so wenig Kontaktpunkte wie möglich gab. An der Seite sieht man kleine Rinnen, über die das Wasser ablaufen kann. Auf diese Weise konnte es nicht in den Stein eindringen. Doch als Ingenieure später die beschädigten Marmorsitze ersetzten, hinterließen sie Lücken, durch die das Wasser eindringen konnte. Dieses Problem wurde beim Austausch nicht bedacht. Deswegen haben wir heute erhebliche Probleme. Das Wasser sickert ein und beschädigt den Baustoff der sich darunter befindlichen Bögen. Le grandi cavità noi le stiamo
Wir füllen nur die größeren Hohlräume in der Fassade, durch die Regenwasser in den Bereich der Schildbögen fließen könnte. Denn sie sind der Schwachpunkt des Baus. Deswegen müssen sie besonders vor dem Wasser und den Vibrationen geschützt werden. Jede Beschädigung des Opus Cementitium, der die Schildbogen aufrechterhält, ist eine große Gefahr für das gesamte Bauwerk. Das Kolosseum verfügt nicht mehr über ein Dach, also kann das Wasser ungehindert eindringen. Da wir das nicht vermeiden können, versuchen wir die Ebenen darunter, also die Dächer der Bogen, so gut wie möglich instand zu halten. Neben den Zerstäubern, die wir zum Reinigen benutzen, setzen wir auch einen dünnen Schlauch ein, um die Löcher auf Wasserdurchlässigkeit zu überprüfen. Das Abklopfen der Fassade ist eine sehr filigrane und zeitaufwendige Arbeit. Sobald lockere Stellen entdeckt werden, werden die Hohlräume, die sich hinter der Fassade befinden, mit Stuckmarmor gestopft, damit das Wasser nicht bis zu den Bogen gelangen und sie beschädigen kann. Denn sie bilden das Fundament, das das gesamte Monument aufrechterhält. Man kann deutlich erkennen, dass der Stuck, der hier eingearbeitet wurde, den bernsteinartigen Farbton des Travertins viel besser trifft als der vorherige. Sobald alle Stellen des Kolosseums abgedichtet sind, muss beschlossen werden, was damit passieren soll. Die Stadt Verona hat mehr als ein Jahrhundert Erfahrung damit, ihre Arena für moderne Veranstaltungen zu nutzen. Dort besteht ein gesundes Gleichgewicht zwischen den notwendigen Reparaturen und einer Einkommensquelle für die Stadt. Die Einnahmen der Opernfestspiele in Verona sind für die Stadt sehr wichtig. Wir sprechen hier von 450 Millionen Euro, die die Stiftung damit in einer Saison umsetzt. Doch die meisten Inspizienten sind es nicht gewohnt, eine Oper in einem 2000 Jahre alten Gebäude aufzuführen. Stadt und Regierung sind gleichzeitig für die Erhaltung des Monuments und den Schutz der Zuschauer verantwortlich. Wir haben über die Jahre hinweg die Erfahrung gemacht, dass die Organisatoren jener Veranstaltungen gar nicht richtig wahrnehmen, dass es sich hier um archäologische Stätten handelt. Sicherheit und Funktionalität der Arena, die fast so groß ist wie das Kolosseum, werden heute durch Sensoren gewährleistet. Sie wurden an den Rissen angebracht, die sich in den Bogen unter den Zuschauersitzen befinden, um die geringsten Vibrationen aufzuzeichnen. Dieses System ist das fortschrittlichste seiner Art. Sie wurden in der gesamten Arena angebracht, um das statische und dynamische Verhalten des Amphitheaters festzuhalten. Wenige Tage nachdem das System in Verona in Betrieb genommen wurde, kam es in der Stadt zu einem Erdbeben der Stärke 5. Zur Freude des Teams konnte man so die Korrektheit der mathematischen Modelle, die zur Entwicklung des Systems erstellt wurden, verifizieren. Das Erdbeben war stark, hat aber die Struktur der Arena nicht beschädigt. Später konnte das Team auch die Auswirkung von Rockkonzerten überprüfen und dem Kulturministerium versichern, dass auch diese Veranstaltungen sicher sind. Man hatte große Bedenken, dass der Lautstärkepegel sich für die Struktur des Gebäudes als problematisch erweisen könnte. Aber dank des Systems konnte man feststellen, dass jegliche Art von Vibration, wie zum Beispiel die der Schallwellen bei einem Konzert, stets geringer ist als die eines Erdbebens. Gemeinsam mit Signore Menon dürfen wir das Tunnelsystem unter der Cavia besichtigen. Dort erklärt er uns, wie die Arena von Verona funktionierte.
Ehrlich gesagt wissen wir nicht genau, wie Tiere und Ausstattung in die Arena gelangt sind. Aber wir wissen, dass dieser Raum zwei halbrunde Nischen besaß, in denen sich eine Aufzuganlage befand. Heute sorgt dieses Kabelsystem unter dem Orchestergraben für Stabilität und macht die Arena zu einem geeigneten Ort für Konzerte aller Art. Bisher haben im Kolosseum noch keine Veranstaltungen stattgefunden. Aber eines Tages könnte auch die Kaviar des Kolosseums abgedeckt und so als Zuschauerraum genutzt werden. Der neue Bereich könnte für kulturelle Initiativen genutzt werden. Dadurch würde der Wert des Monuments, sein Nutzen und die Beziehung zur Öffentlichkeit wachsen. Tatsächlich werden nach den Renovierungsarbeiten neue Bereiche des Kolosseums geöffnet, die für Touristen vorher nicht zugänglich waren. Nachdem der Keller renoviert wurde, kann man ihn nun für Touristen öffnen. Da er aber aus einem verzwickten und engen Gangsystem besteht, darf man ihn nur in kleinen Gruppen und mit einem Touristenführer betreten. Während der Stadt Rom, dank privater Geldspritzen, ein neues Gesicht verpasst wird, sorgt die Restaurierung und Förderung des Heiligen Grals der römischen Monumente für Streit. Die Firmen bekommen definitiv einen gewissen Grad an Bekanntheit und Anerkennung. Es fällt ständig der Name des Modehauses Tod's, weil es sich als einziger Sponsor für das Kolosseum zur Verfügung gestellt hat. Aber das Kolosseum steht nicht nur wegen seiner Restaurierung im Rampenlicht, sondern auch wegen anderer Initiativen, wie der gemeinnützigen Gesellschaft Freunde des Kolosseums, die sich für andere Aspekte einsetzt, wie zum Beispiel seine Leitung. Diese Wohltätigkeitsorganisation, die sich Amici del Colosseo, also Freunde des Kolosseums nennt, ist ein Verein, der sich für die Verbreitung von Kulturtätigkeit rund um das Kolosseum einsetzt. Freunde des Kolosseums, Freunde des Louvre. Diese Vereine gelten als Organisationen, weil auch sie ihren Teil dazu beitragen, dieses Weltkulturerbe zu schützen. Und das ist nicht einfach. Wir werden ein Hilfszentrum gründen, das die Tätigkeiten, die momentan noch im Kolosseum stattfinden, nach außen verlagert. Wie einen kleinen Buchladen, den Ticketverkauf und die Toiletten. Im Monument selbst haben wir nicht ausreichend Platz. Außerhalb jedoch genügend. Und den brauchen wir, weil wir jährlich mit mindestens 5,5 bis 6 Millionen Besuchern rechnen. Diego della Valle ist der Geschäftsführer der Tod's Group, ein italienischer Schuh- und Lederwarenproduzent. Er hat schon lange den Wunsch, in die Politik einsteigen zu können. Der Schuhhersteller hat mit dem italienischen Kulturminister eine Vereinbarung getroffen, die es ihm erlaubt, das Kolosseum als Werbemittel zu nutzen. Er bestreitet dieses Vorhaben allerdings und meint, dass mehr private Unternehmer den italienischen Staat in diesen schwierigen Zeiten unterstützen sollten. Ich rate meinen Freunden, den italienischen Unternehmern, sich eine Minute Gedanken darüber zu machen, was sie für unser Land tun könnten, falls sie das nicht sowieso schon getan haben. Wenn wir als Unternehmer uns einsetzen, werden die Dinge auch umgesetzt. Der Sponsor, wie in diesem Fall Della Valle, muss nicht zwangsweise mehr Geld geben. Er hat dafür gesorgt, dass die Kosten für die Renovierungsarbeiten, die gerade stattfinden, gedeckt sind. Mehr Einfluss ist auch nicht nötig, da das Kolosseum immer noch dem Staat gehört. Natürlich ist das Kolosseum noch im Besitz des Staates Italien. Es wurde nicht verkauft. Außerdem übernimmt ein privater Sponsor auch nicht den Schutz und die Kontrolle.
Die endgültige Entscheidungsmacht liegt aber immer noch beim Kulturministerium und der Aufsicht. Solange das der Fall ist und die Leute sehen, wo das Geld hingeht, ist es eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten. Worin sich jedoch alle einig sind, ist die Tatsache, dass dieses eindrucksvolle Wahrzeichen aus dem alten Rom erhalten werden muss. Das Kolosseum zählt zu den 7 neuen Weltwundern. 2000 Jahre nach seinem Bau steht es noch immer. Amphitheater wie dieses hier waren in jeder römischen Stadt des Reiches ein Schauplatz für Gladiatorenkämpfe. Im gesamten Römischen Reich gab es davon mindestens 230 Stück. Das Kolosseum in Rom ist das größte noch existente Amphitheater. Doch die Spuren der Zeit sind deutlich erkennbar. Mensch und Mutter Natur haben große Teile des Monuments zerstört. Dennoch zieht es jährlich Millionen Touristen an. Während die Restauratoren die Arena säubern und brüchige Stellen ausbessern, achten sie darauf, dass die Spuren der Geschichte erhalten bleiben. Unter dem Boden der Arena befand sich die mächtigste Propagandamaschine des Reiches. Die Ausrüstung, die für atemberaubende visuelle Effekte sorgte und die Zuschauer immer wieder aufs Neue begeisterte. Im Kellergewölbe des Kolosseums wurde das Spektakel und die Illusion erzeugt, die der Kaiser den Zuschauern präsentierte. Die ganze Szenerie war sehr beeindruckend, genau wie die Inszenierungen. Und das alles wurde dem Volk vom Kaiser geschenkt, um seine Beliebtheit zu erhalten oder noch zu steigern. Allerdings ist es eine große Herausforderung, dieses Labyrinth aus Tunneln und Nischen für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Bevor der Keller der Arena restauriert werden kann, muss noch viel geschehen. Vor allem aber muss er trockengelegt werden. Man darf nicht vergessen, dass unter dem Kolosseum ein Fluss verläuft, der den Keller des Kolosseums nach einem starken Regenguss regelmäßig flutet. Die Meinungsverschiedenheiten bezüglich privater Sponsoren für die Restaurierung haben auch eine neue Diskussion entfacht, nämlich die, wie Italien mit seinem Kulturerbe umgeht. Jeder Kunde, der eines unserer Produkte erwirbt, trägt zum Erhalt des Kolosseums bei. Private Sponsoren sind nicht die Lösung, aber eine Lösung, und zwar eine tolle. Es gibt so viele Dinge, die geschehen müssen und dadurch auch können. Hoffentlich erweckt dieser Sponsor das Interesse anderer, damit immer mehr Leute involviert werden und mehr geschehen kann. Das wäre ein tolles Ergebnis. Italien beherbergt 3/4 der weltweit größten Kunstwerke. Und gerade jetzt, in Zeiten der Krise, soll der Staat alleine für die Erhaltung des Kulturerbes der gesamten Menschheit aufkommen. Die Wirtschaftskrise in unserem Land und auf der gesamten Welt ist beunruhigend. Aber sie wird hoffentlich vergehen. In solch schwierigen Zeiten sollten sich die stärksten Unternehmen zusammenschließen und den Staat ohne Forderungen unterstützen. Wir müssen uns fragen, was wir heute für unser Land tun können. In ganz Italien werden verfallene Monumente mit der Hilfe von Sponsoren restauriert. Auch der Trevi-Brunnen, der durch Fellinis Film La Dolce Vita bekannt wurde, ist von einem Gerüst umgeben. Arbeiter entfernen die Kalkablagerungen, um die ursprünglichen Skulpturen wieder zum Vorschein zu bringen. Und auch diese Renovierungsarbeiten wurden durch ein bekanntes Modehaus ermöglicht. Die Befürworter dieser Initiative sagen, das Kolosseum ist nun ein weiteres dieser Monumente. Wenn man in diese Monumente investiert und sie instand hält, hat man etwas, das die Menschheit für immer erfüllen kann. Ohne unsere Unterstützung werden sie irgendwann verfallen. Investitionen sind wichtig. Endlich ist auch das Kolosseum an der Reihe. Um das kulturelle Erbe Italiens zu schützen
und es für zukünftige Generationen aufrechtzuerhalten, wurde 2004 ein neues Gesetz verabschiedet, das diverse neue Arten öffentlich-privater Partnerschaften ermöglicht. In der Realität ist es so, dass das Geld aus öffentlicher Hand aus zwei verschiedenen Quellen kommt. Zum einen als Spende, zum anderen als Sponsorengeld. Sicherlich ist die Förderung des Kolosseums das beste Beispiel dafür. Wenn jede große italienische Marke ein Monument adoptiert, könnten bald Renovierungsarbeiten im ganzen Land stattfinden. Das würde die Last, die auf dem Kulturministerium liegt, deutlich erleichtern. Die Frage ist nur, inwieweit Sponsoren ihre Hilfe für eigene Zwecke instrumentalisieren dürfen. Für das Kulturministerium ist der Sachverhalt ganz einfach. Die Kosten bestimmen den Nutzen. Della Valle, der Sponsor, hat 25 Millionen Euro beigesteuert. Diese Summe hat die Arbeiten an der Fassade bezahlt, ein Willkommenszentrum ermöglicht und auch die Renovierungsarbeiten im Kolosseum abgedeckt. Die Arbeiten wurden auf 25 Millionen Euro geschätzt und er hat genau diesen Betrag gegeben. Ich will unserem Volk demonstrieren, dass die Zeit gekommen ist, für sein Land einzustehen. Wir sollten uns nicht nur ständig beschweren. Eines der neuen Weltwunder zu restaurieren, ist keine einfache Aufgabe. Aber es ist nicht das erste und bestimmt auch nicht das letzte Mal, dass es geschieht. Restauratoren sind wie Ärzte, sie halten etwas am Leben. Sie sorgen dafür, dass ein Erinnerungsstück für die Nachwelt erhalten bleibt. Und das ist das Schöne an meinem Beruf. Vergessen Sie nie die Prophezeiung von Beda Venerabilis, einem angelsächsischen Benediktinermönch, der sagte, solange das Kolosseum steht, besteht auch Rom. Wenn das Kolosseum fällt, fällt auch Rom. Und wenn Rom fällt, fällt auch die Welt. Die weltweit bekannteste Arena wird ununterbrochen gewartet. Es ist eine fortlaufende Saga epischen Ausmaßes.